Ja, hallöchen, liebe Zuschauer, und damit heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Star Citizen. Das ist auch wirklich ein Satz, den ich lange nicht mehr in den Mund genommen habe. Die letzte Folge von Star Citizen ist, ich weiß gar nicht, wie lange her. Es ist wirklich auch eins dieser Langzeitprojekte auf dem Kanal. Das muss man sagen. Aktuell gibt es einfach nicht so viele spannende Sachen, wo es sich gelohnt hat, Videos zuzumachen. Und dazu kommt noch, dass mein in diesem Projekt ja eigentlich fast permanent anwesender Together-Partner, Jockeltraut, aktuell nicht aufnehmen kann. Und das alleine zu machen geht zwar auch, aber zusammen ist es halt schöner. Deswegen ist es jetzt gerade halt um dieses Projekt ein bisschen still geworden. Trotz alledem gibt es oder gab es in letzter Zeit so viele Änderungen, dass ich jetzt nicht drum rum kam, doch mal ein Video nochmal jetzt aufzunehmen. Einfach auch, um zu zeigen, dass dieses Projekt nicht tot ist. Ja, also wir sind hier noch dabei. Es wird sich eine Weile noch ziehen. Das muss ich euch sagen. Es werden auch jetzt in den nächsten Wochen nicht viele Videos zu Star Citizen kommen, wenn überhaupt. Sobald Jockeltraut wieder aktiver dabei ist, dann können wir gucken, ob wir wieder ein bisschen was hier machen. Ich denke aber, dass er da auch Lust drauf hat. Ich hoffe es zumindest. Und spätestens, wenn die 4.0 irgendwann da ist, was ja hoffentlich dann auch nicht mehr so lange dauert, und wir nach Pyro reisen können, dann wird der Content zu diesem Spiel wieder aktiver losgehen. Heute möchte ich euch einfach so ein paar kleinere Sachen zeigen, die einschneidend sind, die neu sind, die cool sind. Und hinzu kommt noch, dass ich mir ein neues Schiff geplätscht habe. Also ich habe meinen Pledge ein bisschen aufgewertet für ein neues Schiff, was ich jetzt ja sozusagen täglich fliege, und ich freue mich sehr, euch das jetzt hier einmal zu zeigen. Ich hoffe, dass die Videoqualität so ist, wie ich es mir vorstelle. Es war jetzt in den Testaufnahmen ein bisschen schwierig, weil das erste Mal ist, dass ich Star Citizen nach meinem Einbau der neuen SSD und damit verbundenen Neuaufsetzung meines PCs jetzt hier ja, ne, aufnehme. Das heißt, ich musste die Aufnahmeeinstellungen für Star Citizen auch nochmal alle neu machen. Und es gab da ein paar Probleme. Jetzt habe ich es theoretisch so eingestellt, dass es passt. Es könnte aber sein, dass es hier und da vielleicht mal ein bisschen ruckelt, ein bisschen laggt. Ich hoffe, es ist nicht so. Natürlich läuft es trotzdem auch hier jetzt nicht hundertprozentig flüssig, aber das liegt einfach daran, dass Star Citizen bei mir sowieso nicht hundertprozentig flüssig läuft. Weil das einfach, ja, wahrscheinlich irgendwie mit der Server-Performance zusammenhängt, die ja so dermaßen an meiner CPU zerrt, dass es halt einfach schwierig ist, hier 60 FPS hinzukriegen. Trotzdem ist es, ja, so gut, wie ich es hingekriegt habe, sagen wir es mal so. Und bevor ich jetzt hier rausgehe, kann ich euch ja schon mal das erste große, große Feature zeigen. Und das seht ihr schon oben links. Also, ich fühle mich jetzt, es fühlt sich ein bisschen komisch an, weil eigentlich sind Leute, die sich für Star Citizen interessieren, über dieses ganze Zeug sowieso schon informiert. Ja, ich komme jetzt hier viel, viel, viel zu spät zu diesen ganzen Sachen hinzu. Aber einfach nur, weil es ja zum Projekt dazugehört, der Vollständigkeit halber, zeige ich die Sachen jetzt natürlich mit. Ihr seht nämlich jetzt oben links, dass die Karte deutlich anders aussieht. Und das war ein Feature, wo ich mich, als es rauskam, sehr gefreut habe darüber. Und das kann ich jetzt hier auch direkt mal öffnen. Wir haben nämlich hier die neue Karte, und ihr seht schon, die sieht richtig, richtig geil aus. Wir haben jetzt hier eine richtige 3D-modellierte Karte, ja, die extrem genau ist. Wir haben nämlich hier jetzt, also wir sehen alles. Wir sehen jeden Raum, wir sehen jeden Gang, wir sehen jede Tür, sogar farblich hinterlegt, ob man die dann öffnen kann oder nicht. Wir sehen jedes Stockwerk, und wir können auch hier rauszoomen. Hier, ihr seht gerade, wir befinden uns gerade hier bei Port Tressler. Und auch optisch sieht das einfach nur hammermäßig aus. Es ist ein richtiges Update, eine richtige Aufwertung der alten Karte. Vor allem hier im Sternensystem merkt man das richtig. Also Leute, die die alte Karte noch kennen, die werden wissen, wie schlimm das hier war. Jetzt ist das deutlich besser. Wir sehen hier eine klare Modellierung der Planeten. Also wir müssen nicht mehr so komisch hier irgendwie rein- und rauszoomen, damit wir die Planeten irgendwann mal sehen, sondern wir haben hier wirklich alles so da, wie wir es brauchen, mit einer schönen, ja, cleanen Schriftart darüber. Auch wenn wir hier ranzoomen an Microtech, dann können wir hier direkt alle
Facilities beschriftet sehen, können das hier drehen. Das ist wirklich ein Traum. Und auch hier drüber lassen sich natürlich sofort dann Routen berechnen und so weiter und so fort. Alles in allem bin ich sehr beeindruckt von dieser Karte. Es ist ein Traum. Ich kann hier auch mal komplett rauszoomen. Dann sehen wir das ganze System, Stanton, mit dem Stern und mit allen Planeten. Hier sind auch die Jump Points schon da. Ja, also diese Karte ist einfach nur richtig, richtig geil, wenn ich das mal so sagen darf. Wir können auch, wenn wir hier diese Karte öffnen, Routen uns setzen. Das ist ein sehr, sehr cooles Feature. Wir sehen hier zum Beispiel, das ist das Habitation Deck von Port Dressler. Also das ist alles auch in der Karte beschriftet. Es ist wirklich alles hier eingepflegt. Selbst die Schiffe, das kann ich euch gleich noch zeigen nachher, haben eine eigene Karte. Also wenn ihr auf eurem Schiff seid und ihr seid auf einem größeren Schiff und ihr verlauft euch vielleicht irgendwie, das passiert ja gerne mal, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Jump ist oder sowas, könnt ihr diese Karte öffnen und sie funktioniert auch auf eurem Schiff. Das ist wirklich eine ganz, ganz geile Sache und ihr könnt hier mit R, zumindest auf der Tastatur, eine Route setzen. Das geht jetzt hier auf dem, auf dem Stockwerk gerade nicht. Wahrscheinlich, weil der das über den Fahrstuhl nicht macht. Aber ich könnte zum Beispiel jetzt auf dem Stockwerk hier sagen, ich will da hin. Und dann setzt er mir eine Route zu meiner aktuellen Position. Und ich sehe jetzt oben links auf der Karte genau, wo ich hin muss. Und ich sehe auch darunter, wie weit das noch entfernt ist. Und selbst wenn ich mich bewege hier, springt diese Route mit. Also die Route wird praktisch permanent die ganze Zeit berechnet. Und das ist richtig, richtig, richtig cool. Wenn ich zum Beispiel nämlich jetzt irgendwelche Sachen kaufen möchte auf einer Station und ich weiß nicht, was es dort gibt, dann kann ich die Karte schon mal öffnen und kann gucken, okay, dort ist der und der Laden, der bietet die Sachen an und dort kann ich die Route hinsetzen und dann weiß ich genau, wo ich hin muss. Das ist richtig, richtig toll. Also die Karte ist ein kompletter Traum. Ich liebe es. Es ist so schön und es sieht auch so mega geil aus. Ich könnte über diese Karte wahrscheinlich stundenlang schwärmen. Ich finde sie richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr. Wir haben auch einen Pin, den wir setzen können. Den kann man hier dann benennen und dann, ja, sieht man den halt hier, ne? Das lässt sich auch machen. Cross-Section View, ich weiß nicht, was das ist. Achso, okay. Ah, und ich kann auch hier... Ah ja, mhm. Die lokale Map auch jederzeit von hier aus wieder öffnen. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, und was anderes, was ihr hier gerade seht, auch das, wie heißt es denn? Das Mobi-Glas sieht jetzt hier komplett anders aus. Wenn man das jetzt öffnet, haben wir hier einen neuen Homebildschirm, der sehr, sehr stylisch ist. Wir haben hier direkt unsere aktiven Missionen. Wir sehen hier irgendwelche Notifications, die reingekommen sind. Wir sehen den aktuellen Bereich, in dem wir uns befinden, rein rechtlich gesehen. Und wir sehen auch unseren Crime-Stat. Dann sehen wir hier unser aktuell aktives Schiff. Und da seht ihr auch schon, welches Schiff ich mir jetzt geplätscht habe. Nämlich die C2 Hercules Starlifter von Crusader Industries. Und ja, ich freue mich. Ich werde sie euch dann nachher gleich zeigen. Ihr seht auch hier andere Schiffe und wo die sich befinden. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Reclaimer mir angucken, ne, so. Und theoretisch könntet ihr auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einem Planeten seid und ihr seid gerade nicht beim Schiff und euer Schiff wird angegriffen, dann könntet ihr hier gucken, wie weit ist das Schiff beschädigt, sind die Schilde noch da und solche Sachen. Und dann wisst ihr zum Beispiel, wie schnell ihr zu eurem Schiff zurückkehren müsst, bevor es in die Luft fliegt. Wir sehen hier natürlich die Planetendaten, das heißt Schwerkraft, ob sich die Atmosphäre atmen lässt und sowas wie Luftdruck, Temperatur und radioaktive Strahlung ist hier alles sichtbar. Wir können das hier auch sozusagen nochmal maximieren. Dann seht ihr hier euren Charakter in einem sehr schönen 3D-Modell, also das finde ich wirklich cool. Da könnt ihr Verletzungen sehen, die ihr habt. Ihr könnt sehen, ne, also das typische Sauerstoff, Drug-Level, eure Leben. Und hier in diesem Health-Bildschirm müsstet ihr auch noch sehen können, genau, wie viel Nahrung und wie viel Wasser ihr aktuell zu euch genommen habt. Und ja, das zieht sich hier komplett durch die Bildschirme durch. Es ist nicht alles geupgradet. Zum Beispiel der Comms-Bildschirm ist an sich derselbe. Der sieht bloß hier unten anders aus. Aber wenn ihr dann hier reingeht, dann ja, ist es im Endeffekt noch dasselbe Menü. Die Contracts sind hier neu gemacht. Sieht richtig, richtig cool aus. Die Karte ja sowieso. Und der Rest auch. Das einzige andere, was auch noch
so aussieht wie früher, ist hier dieses der Vehicle Loadout Manager. Der ist noch ein bisschen verbuggt. Manchmal lädst du das Schiff hier rein und es kommt dann irgendwie doch nicht. In dem Fall ist es jetzt geladen. Ja, ne? Aber grundsätzlich funktioniert das deutlich besser. Es ist auch optisch jetzt nicht mehr so verbuggt. Ich hatte es zum Beispiel manchmal bei einigen Armschienen, dass das UI von dem MobiGlass dann da einfach so reingebuggt ist und dann habe ich irgendwie nichts gesehen und nichts anklicken können. Die Probleme gibt es jetzt mit diesem MobiGlass nicht mehr. Ja, was anderes, was wir jetzt haben, ich muss so viel erklären, das ist krass, ist, ja, die Funktion, dass wir jetzt nicht mehr F gedrückt halten müssen, um hier in dieses Menü zu gehen, um irgendwas anzuklicken, das können wir zwar immer noch machen, aber die wichtigsten Funktionen, wie zum Beispiel jetzt hier den Fahrstuhl, den man jetzt ja rufen würde, kann man auch jetzt neu mit einmaligem Drücken der F-Taste einfach so aktivieren, ohne erst das gedrückt halten zu müssen. Hier bei diesem Bildschirm muss ich es jetzt natürlich schon machen, weil ich muss ja auswählen, wo ich hin möchte. Aber bei den meisten Sachen ist das ja, schon voreingestellt sozusagen. Und das ist sehr, sehr geil. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt F drücke, dann hebe ich das einfach auf. Kannst du mal bitte den Mund halten da hinten? Wenn man trotzdem noch weiterführende Aktionen sehen möchte zu den Objekten, kann man F jetzt hier gedrückt halten und dann öffnet sich so ein Rad. So, und dann könnte ich es eben carryen, was jetzt die normale Funktion gewesen wäre. Oder ich kann auch noch die anderen Sachen, die man damit sonst hätte machen können, hier noch auswählen. So. Also alles sehr, sehr schön gemacht. Welcome. Welcome. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir hier mal raus, gehen zu den Hangars und dann zeige ich euch mein neues Schiff. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendeine andere einschneidende neue Funktion gibt, die ich jetzt genau gerade erklären könnte. Ich glaube nicht. Achso, doch. Eine ganz wichtige Sache. Es gibt kein planetares bzw. Stationsinventar mehr. Also es gibt es schon noch, aber ihr könnt es nicht einfach so öffnen. Wenn ich jetzt I drücke, dann hätte sich ja früher hier das Inventar von der Station geöffnet. Das passiert jetzt nicht mehr, sondern wenn ich jetzt I drücke, öffnet sich nur mein persönliches Inventar. Also in dem Fall mein Rucksack und ja, das Inventar, was ich hier in der Rüstung drin habe. Das liegt daran, dass wenn ihr jetzt Gegenstände aus dem Stationsinventar oder aus dem Planeteninventar aufnehmen wollt oder auch wieder einlagern wollt, dann müsst ihr hier an diese Terminals gehen. Die stehen ja eigentlich überall auf den Stationen und auf den Planeten verteilt. Also die triffst du, glaube ich, wirklich alle 5 Meter an. Auch hier müsste man eigentlich F drücken können, um das einfach so zu bedienen. Das geht jetzt hier gerade nicht und das ganze Terminal funktioniert auch gerade nicht, wie ich feststelle. Das ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt hier anklickt, dann öffnet sich ganz normal das Stationsinventar und ihr könnt dort Gegenstände hin und her schieben. So wie das früher auch war. Ist ein bisschen umständlich jetzt. Also, ne, ihr könnt halt nicht mehr von überall aufs Inventar zugreifen. Es ist aber wahrscheinlich halt dem Realismus geschuldet, den CIG ja erreichen möchte. So gut es geht. Und deswegen, ne, ist es halt jetzt ein bisschen realistischer sozusagen gemacht. Und wahrscheinlich würden dann da unten jetzt die Items rauskommen, die ich hier auswähle. Ja. Ne, das ist noch eine wichtige Sache, die man wissen sollte. Dann gehen wir jetzt zu den Hangars und auch da gibt es etwas Neues. Wenn ich jetzt nämlich den Fahrstuhl hier öffne, das ist so praktisch, dass ich das einfach mit F machen kann, und gucke mir hier die Levels an, auf die ich mich begeben kann, dann stellen wir fest, es gibt keine Hangars mehr. Also es gibt nicht mehr Hangar 1 bis so und so viel, sondern es gibt doch die Docking Ports, es gibt ein paar Pads und dann gibt es hier unten Aradons Small Hangar. Und das ist mein persönlicher Hangar. Denn ihr habt jetzt einen persönlichen Hangar, der nur für euch ist, wo auch theoretisch kein anderer Spieler rein kann, es sei denn, er fährt mit euch im Fahrstuhl mit. Und das ist auch eine neue Sache, ne? Also ihr spawnt jetzt nicht mehr hier euer Schiff und das ist dann auf irgendeinem x-beliebigen Hangar, sondern eigentlich sind die Schiffe dann immer in eurem jeweiligen Hangar. Ihr könnt das Schiff natürlich trotzdem noch hier spawnen. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. So, wenn ich das jetzt hier mache mit der C2, wird jetzt hier wahrscheinlich gleich stehen, dass ich jetzt einen Large, also einen großen Hangar bekomme, genau. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Ich werde das trotzdem jetzt nochmal einlagern, das Schiff. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil auch da etwas Neues ist. Denn auch das Layout vom Hangar ist
okay, jetzt habe ich zwei, egal, ist ein bisschen anders. Es gibt nämlich jetzt neue Funktionen. Der Hangar sieht ein bisschen anders aus. Wenn wir jetzt nämlich hier reingehen, dann seht ihr schon, dass wir hier neue Sachen haben. Wir haben hier Hangar Services. Und hier können wir von hier unten das Schiff spawnen. Und das werdet ihr gleich sehen, das ist mit einer sehr coolen Animation verknüpft. Und hier haben wir auch einen Storage Access. Also auch vom Hangar aus könnt ihr direkt aufs Inventar der Station oder des Planeten zugreifen. Wenn ihr jetzt hier landet, könnt ihr zum Beispiel hier hingehen, könntet euch euer Item holen und könntet dann theoretisch schon wieder ins Schiff einsteigen. So, und was ich jetzt mal mache, ist mein neues Schiff, die C2, einmal zu spawnen. Und dann wird jetzt gleich etwas passieren. Jetzt wird es hier dunkel und in einer sehr geilen Animation öffnet sich der Boden. Und das Schiff wird jetzt tatsächlich hier hingebracht. Das ist sehr beeindruckend. Jetzt geht erstmal das Ding wieder zu, weil da irgendwie eine Plattform gerade noch draußen war. Ja, das sieht also komplett stylisch aus. Also da bin ich ja ein richtiger Fan von. So, jetzt geht das hier zu. Zack. Und dann geht es theoretisch gleich wieder auf. Genau. Normalerweise würde das jetzt direkt so passieren, aber dadurch, dass das Schiff wahrscheinlich vorher schon mal draußen war, ist das jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. So, und jetzt kommt das Schiff mitsamt der Plattform eben hier rausgefahren. Zack. Ja, da sehen wir das Ding schon. Ein Riesenteil. Ob ich eine Schiffsvorstellung noch dazu mache, werde ich sehen. Ob ich die Schiffsvorstellungen generell noch mache, muss ich mal schauen, weil aktuell ist es so schwierig für mich an Credits ranzukommen, dass es ein bisschen komplex ist, mir die Schiffe irgendwie zuzulegen. Ich meine, ihr seht ja, ich habe aktuell 1000 Credits oder so. Es ist nicht viel. Und dann muss ich halt mal irgendwie gucken, wie ich das mache oder ob ich das mache. Weil irgendwie war das zu den Zeiten, wo ich das mal angefangen habe, deutlich einfacher an Credits ranzukommen. Naja, so. Und so funktioniert das jetzt. Also ihr könnt auch innerhalb des Hangars jederzeit jetzt das Schiff wieder despawnen. Dann fährt es halt wieder runter und könnt es mit einem anderen Schiff austauschen. Das Coole daran ist, dass ich jetzt theoretisch mit diesem Feature ein Landfahrzeug spawnen könnte. Ich könnte dann hier einsteigen, könnte mit dem Landfahrzeug hier an die Seite ranfahren und spawne dann ein Schiff. Und dann kann ich mit dem Fahrzeug, was ich dann hier schon stehen habe, in das Schiff direkt reinfahren. Das heißt, ich muss nicht mehr das Schiff irgendwo kompliziert abstellen und dann mit dem Landfahrzeug reinfahren. In New Babbage hat man das ja gerne gemacht, dass man draußen das Schiff stehen hatte und dann von drinnen, von diesem Vehikelraum da rausgefahren ist und dann in das Schiff rein konnte. Das ist dann so jetzt nicht mehr notwendig, sondern ich kann einfach so mit dem Fahrzeug, ich kann das praktisch hier hinstellen, kann mein Schiff spawnen und kann dann hier reinfahren. Das ist auch neu. Und was auch noch neu ist, sind in den Hangars diese großen Freight Elevators, also Frachtaufzüge. Die sind zweimal, einmal hier und auf der anderen Seite schräg gegenüber angebracht. Da sehen wir das Schiff nochmal, eine wahre Schönheit. Ich mag das sehr. Ich habe einen dunklen Paint da noch dran gemacht, weil ich finde, dass das viel cooler aussieht. Ich mag ja so sleeke, dunkle, so schwarze, am besten noch Gold dazu, aber das gab es leider nicht. Designs. Da muss ich direkt an die Spirit von Jockeltraut denken. Die sieht ja so aus und das ist ein absoluter Traum. Also das Schiff würde ich auch heiraten, wenn ich könnte. Und ja, wir sehen hier 826 SCU passen hier drauf. Das ist eine große, große Menge. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also diese Freight Elevators, hier auch der Hangar hat übrigens eine Karte, ne? Also es ist wirklich alles komplett kartografiert. Selbst der Hangar hat hier eine Karte und ich sehe sogar, ich sehe sogar in der Karte mein Schiff, was hier drauf steht. Also es ist wirklich krass. Die bewegt sich auch live. Ne? Also ich sehe sogar hier, dass hier der Fahrstuhl von der C2 ist. Richtig, richtig krass. Ja, auf jeden Fall. Genau. Sind diese Frachtaufzüge für die Hauling Missions da? Das sind Missionsarten, die jetzt mit diesem Update, da bin ich sogar relativ aktuell,
neu dazugekommen sind. Das kann ich ja mal öffnen über Contracts. Wir haben jetzt hier einen neuen Reiter Hauling, also praktisch ja, Frachttransport, Cargo-Transport. Dann könnte ich jetzt hier so eine Quest annehmen. Steht zum Beispiel hier, Collect Stims from New Babbage International Spaceport und die soll ich dann nach Port Tressler transportieren. 106 SCU sind das. Und wenn ich jetzt so eine Quest hier annehmen würde, ich habe gerade leider keine, ja doch, ich hätte hier theoretisch eine da, von Port Tressler zur Greycat Station, das mache ich jetzt einfach mal. Wenn ich diese Quest jetzt annehme, steht jetzt hier, dass ich diese SCU transportieren soll. Und dann kann ich hier in der Station, wo ich das halt so holen soll, an das Terminal rangehen. Und dann muss ich den Aufzug erstmal mit diesem Knopf hier nach unten fahren. Und dann sehen wir hier, das geht zu. Und der Fahrstuhl fährt runter ins Warenlager von der Station sozusagen. So. Dann kann ich das Terminal benutzen. Und dann sehe ich hier meine, ja, meine Fracht, die ich praktisch mitnehmen soll. Kann die jetzt hier auf den Elevator rüberpacken. Ich kann hier auch andere Sachen, die im Stationsinventar sind, hier draufpacken. Also das ist nicht nur für die Mission gedacht. So, bringe das wieder hier hoch mit diesem Pfeil. Und jetzt fährt der Fahrstuhl mit dem Cargo, was ich transportieren soll, hoch. Zack, sehen wir jetzt hier. Und dann kann ich das hier jetzt mitnehmen und ins Schiff einladen. Ich würde sogar sagen, wir machen das jetzt in dieser Folge einfach mal. Hier sehen wir jetzt meine wunderschöne Starlifter. Ich liebe sie. Sie sieht so geil aus. Leider ist die ein bisschen verbuggt, muss man sagen. Und das ist, ja, sehr, sehr schade. Das ist schon seit einigen Patches so und es wird sich nicht drum gekümmert. Das fuckt mich sehr ab. Was ich nämlich meine, ist dieser Fahrstuhl hier. Der ist optisch verbuggt. Ich kann ihn zwar benutzen, also ich kann jetzt hier, ne, zack, den anklicken. Und dann kommt der rausgefahren, aber die Animation ist nicht da. Der kommt einfach so rausgeschwebt. Da geht das Tor nicht auf und da müsste ja auch eigentlich so eine Schiene rausfahren, wo der Fahrstuhl halt dran ist. Das passiert aber leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Ich kann jetzt hier den Schiffsbauch einmal öffnen von meiner Starlifter. Ich liebe es. Es ist so ein hammergeiles Schiff. Oh, ich feiere das. So schön. So, so schön. Jetzt geht es hier auf. Übrigens hier sehen wir das Schiff nochmal von innen. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. Zack. So ein richtig geiles Teil. In diesen Frachtraum passen um die 600 SCU rein. Also richtig, richtig viel. Und hier passen auch, zumindest Stand jetzt, so ziemlich alle erdenklichen Landfahrzeuge rein. Selbst die großen Tanks kannst du hier reinfahren. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht im Let's Play. Also ja, das ist richtig, richtig cool. Auch die Rückseite lässt sich öffnen. Also der Frachtraum ist von beiden Seiten hier begehbar. Oder befahrbar, besser gesagt. Dann öffnet sich hier diese Rampe. Und auch von der Seite aus kann man dann das Schiff betreten. Hier ist der ja, verbuggte Aufzug, den ich gerade nach unten gerufen habe. Kann ich hier mit F einfach einmal rufen. Und dann sollte der jetzt hier hochfahren. Jetzt kann ich auch mal, ich fahre es mal kurz hoch, dann zeige ich euch das Habitation Deck. So. Top Deck. Ist auch als Standardfunktion von dem Fahrstuhl hier ausgewählt. So. Zack. Dann sind wir jetzt hier im Habitation Deck und jetzt kann ich hier die Karte öffnen. Und wir sehen hier komplett das Schiff kartografiert. Ich sehe sogar, dass die Rampen gerade geöffnet sind. Ich sehe hier, ja, die Bezeichnung von jedem Bereich. Ich sehe hier die Bridge, hier sind die Escape Pods, hier ist der Component Access, hier ist das Engineering Bay und hier drüben sind die Habitation Räume. Was ist denn eigentlich das große Grüne hier hinten? Ach, das scheint irgendein Komponent zu sein. Ich sehe sogar hier hinten, dass wahrscheinlich hier das Schildgenerator dran ist. Zumindest sieht es so aus. Das sind hier Klappen, die ich halt öffnen kann. Deswegen sind die wahrscheinlich so grün. Mache ich jetzt die Mission noch? Ich habe nämlich eigentlich nicht so viel Zeit. Keine Ahnung. Ich gehe mal schnell runter und dann können wir mal gucken, ob wir die Mission vielleicht schnell machen. Es sind ja eigentlich nur 8 SCU. Ist ja nicht viel. Die wir mal schnell hier reinladen müssten. Und dann zur Greycat. Zum Greycat komplett. Ach, mein Gott. Zum Greycat Außenposten bringen müssen. Der ist auch nicht weit weg. Der ist auf
New Babbage nämlich drauf, auf Mycotech drauf. Was ich jetzt auch habe, ist hier dieses Ding. Der Max Lift Tractor Beam. Das ist praktisch eine verbesserte Variante des, des Multitools oder des Tractor Beam Attachments, das man in das Multitool reinstecken kann. Und dieses Ding ist richtig, richtig stark. Damit kann man sogar teilweise kleinere Schiffe anheben. Mit der Starlifter wird es natürlich jetzt nicht gehen, weil das ist ein bisschen, Volume exceeded. Ne? Also das ist klar, das, das ist deutlich zu schwer für dieses Ding. Ich weiß auch gar nicht, was das Teil für eine Reichweite hat. Auf jeden Fall können wir mit dem Ding jetzt hier diese Boxen nehmen. Zumindest theoretisch. Oder auch nicht. Ah, doch. Jetzt geht's. So, und dann kann ich das hier transportieren. Dieses Teil kann man sich kaufen in dem Cargo-Bereich von Port Dressler beispielsweise und von allen anderen größeren Stationen auch. Also ihr müsst in das Cargo-Deck gehen mit dem Fahrstuhl sozusagen. Ich kann es sogar bis hier hoch transportieren. Das geht sogar von der Reichweite aus. Sehr beeindruckend. Ja, dann müsste das doch eigentlich hier auch gehen. Komischerweise aber irgendwie nicht. Er nimmt die Box erst auf, wenn ich hier kurz davor stehe. Achso, weil das irgendwie eine Hitbox hat. Interessant. Ja, und dort müsst ihr an ein Terminal gehen und könnt dann dort euch das kaufen. Dieses Ding hat irgendwie eine Batterie. Das sehen wir ja auch, das ist eine Anzeige. Ich weiß aber nicht, wie lange die hält. Man kann sich auch diese Batterien dort kaufen. Die kosten jetzt nicht mal so viel. Das Teil selber kostet um die 19.000 Alpha UEC. Das heißt, ich musste die erste Cargo-Mission jetzt zum Beispiel mit dem Multitool noch machen. Okay, hier ist wirklich so eine unsichtbare Wand, deswegen geht das nicht. Okay, interessant. Ich musste erstmal mit dem Multitool sozusagen die erste Cargo-Mission machen, um das freizuschalten. Das geht zwar alles, aber später kommen da auch größere Cargo-Boxen raus. Und die wird man... Ach du meine Güte, das Ding ist abgesoffen. Und diese größeren Boxen wird man mit dem Multitool nicht transportieren können. Das nervt mich extrem, dass hier so eine unsichtbare Wand irgendwie ist, die mich davon abhält, diese Box hier zu transportieren. Ich würde sagen, ich mache ganz kurz einen Cut, Leute, und dann sehen wir uns hier gleich wieder, wenn ich hier die Boxen eingeladen habe. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder und jetzt haben wir hier alles ins Schiff eingeladen. Ich muss mich ganz kurz noch um die Boxen kümmern, die hier hinten weggeflogen sind. Hier sind sie nämlich. So, zack. Und zack. So, jetzt haben wir die Fracht eingeladen. Ich gehe jetzt mittels der Leiter, die hoffentlich diesmal nicht so rumbackt, hoch zur Brücke und dann bringen wir das ganze Zeug mal zu seinem Bestimmungsort. So, und dann gehen wir hier schön durch und kommen zur wunderschönen Brücke der Starlifter. Ich finde das ja richtig cool gemacht. Das ist ja auch bei anderen Crusader-Schiffen so. Wie das hier aussieht, ist echt, sehr, sehr schön. Kann man nicht sagen. So, aktivieren wir das Schiff. Und natürlich direkt hier einmal die Freigabe raussenden. Ich kann von hier aus jetzt beide Rampen schließen. Und dann sind wir bereit für den Abflug. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ich habe es nur leider jetzt vergessen. Das ist natürlich jetzt blöd. Aber gut, damit muss ich mich jetzt ein bisschen zufriedenstellen. So, wir können hier schon mal ein bisschen abheben. Wir können das Fahrwerk einfahren. Die C2 hat übrigens auch einen VTOL-Modus, den ich hier aktivieren kann. Dann klappen sich hier diese beiden Triebwerke oder ja, diese beiden Flügel sozusagen um. Und geben uns nochmal ein bisschen Schub nach oben, dass wir auch auf der Planetenatmosphäre oder in der Planetenatmosphäre theoretisch sicher in der Luft schweben können. Dann fliegen wir raus aus Port Dressler. Oh, ich liebe es. Auch triebwerkstechnisch klingt die
klingt die C2 richtig, richtig cool. Und sieht natürlich atemberaubend aus. Crusader-Triebwerke mag ich sowieso. Mit diesem, dieses runde Design und auch das blaue Feuer, das sieht richtig, richtig cool aus. Was anderes, was wir jetzt haben, sind Master Modes, aber um die jetzt zu erklären, müsste ich mir, glaube ich, nochmal 20 Minuten Zeit nehmen. Deswegen lasse ich das erstmal bleiben. Das wird vielleicht in einem späteren Video noch folgen. So, jetzt können wir uns hier unser Missionsziel einmal anschauen. Das ist jetzt hier in dem Fall die Greycat Production Complex. So, kann ich hier die Route auswählen. Zack. Wir sehen mittlerweile sogar, wie lange wir dorthin brauchen, nämlich, 4 Sekunden mit dem Quantum Drive, also nicht lang. Liegt natürlich daran, dass wir gerade schon über dem Planeten sind. So, ich bin hier im falschen Modus. Ja, ich muss jetzt nämlich zwischen Quantum und Kampfmodus wechseln. So, und kann jetzt hier einmal auf dem Planeten zusteuern. Und jetzt sollte ich auch in der Lage sein, hier die Greycat Station anzuvisieren. So, sehr schön. Und dann geht es los. Ach ja, Leute, ich freue mich wirklich unglaublich darauf, wenn es irgendwann an der Zeit ist, dass wir hier nach Pyro reisen können. Es wird so schön, es wird eine richtig geile Zeit, glaube ich auch. Und auch wenn Jockeltraut dann damit dabei ist, freue ich mich sehr. Es wird einfach richtig, richtig cool. Hier hängt irgendwas im Bild drin. Das ist interessant. Seht ihr das hier? Ich dachte schon, das wäre eine Fleck an meinem Monitor, aber nee, ist es nicht. Ich habe es nämlich auch auf der anderen. Wow. Auf der anderen. Alter Falter. Auf der Aufnahme da. Ja, also wenn ich so Bilder sehe hier, wie sowas, ne, dann wird mir halt mal wieder bewusst, wie verdammt schön dieses Spiel ist. Es sieht einfach so gut aus. Dass mir wirklich immer wieder der Atem stehen bleibt, so ein bisschen. Ja, da unten ist unser Bestimmungsort, da bringen wir das jetzt hin. Und dort ist es dann auch ganz einfach. Wir fliegen jetzt praktisch in den Hangar rein. Oh, der Sound. Wow. Dieses Schiff hat irgendwie fast so ein bisschen Flugzeugcharakter, so, oder? Oder bilde ich mir das gerade ein? Sieht ein bisschen aus wie so ein Jet. Nur in verdammt groß. In Übergröße. Ja, also diese Grafik ist wirklich immer wieder beeindruckend. Deswegen nehme ich auch auf Kosten der FPS diese Videos immer in 4K auf, weil das einfach dann so viel geiler aussehen wird, auch wenn es mal hier und da ein bisschen laggt. Aber grundsätzlich ist das Spiel noch sehr flüssig. So. Hier können wir nicht einfach landen. Das ist eine Greycat-Station. Ich muss also jetzt hier trotzdem eine Landefreigabe einmal anfordern. So, das steht jetzt auch da oben. Gateway granted. Und auch hier haben wir einen persönlichen Hangar, wo wir jetzt einmal hinfliegen werden. Zack, bumm. Der öffnet sich da hinten schon schön. Und dann können wir jetzt hier reinfliegen. So, vorsichtig natürlich, ne, dass man hier nicht irgendwie aneckt. Wenn man weiß, wo der Hangar seines Schiffes ist, dann kann man natürlich das hier auch schon intelligenterweise ein bisschen so platzieren, dass der Weg vom Hangar zum Frachtelevator nicht so groß ist. Ich kann zum Beispiel das Schiff jetzt hier so ein bisschen drehen. Und das hier vorne hinstellen. So, denn wenn ich jetzt nämlich lande, so, dann wird die Rampe von meinem Cargo-Bereich gleich da vorne sein, wo auch
der Frachtaufzug ist. So, jetzt steige ich einmal aus. Fahre mit dem Fahrstuhl runter. Und kann das gleich abladen. Also ich finde diese Mission cool. Mir gefällt das. Das ist mal ein bisschen was anderes. Das ist mal was Neues auch. Und gerade mit so einem Schiff hier, ja, ist man natürlich prädestiniert, sowas zu machen. Also selbst wenn da jetzt, wie vorhin steht, hier transportiere 100 SCU, dann ist das mit einer Starlifter überhaupt kein Problem. Wobei ich mich bei solchen Missionen dann schon frage, wie groß die Boxen dann sein werden. Aber gut, das wird man dann sehen. So, jetzt kann ich hier, sobald sich der Fahrstuhl öffnet, die Rampe aufmachen. Kann wieder meinen Traktorbeam hier einmal benutzen. Und mich würde wirklich mal interessieren, ob ich das von hier oben aus da hinten reinladen kann. Dieses Ding scheint ja eine unglaubliche Range zu haben. Tatsächlich, das ist ja krass. Wow, jetzt leckt es gerade echt heftig. Und dieses Ding will gerade nicht sich hier herauslösen. Ist auch gerade ein komischer Sound hier. Klingt irgendwie, als ob das Schiff gleich explodieren würde. Was ist denn das hier? Okay, irgendein Sound kommt hier gerade raus. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist eine Alpha, Leute. Das ja, ist halt der Spruch, der allgegenwärtig ist für Star Citizen Let's Plays. So, ich mache das jetzt hier mal ein bisschen fix. Zack, zack, zack. Bringen wir das da hinten hin. Ist ja wirklich unglaublich, was dieses Teil für eine Range hat. Ich habe das unterschätzt. Also sowas kannst du mit dem Multitool definitiv nicht machen. Da würde dann jetzt schon lange der Strahl abbrechen. Aber mit diesem Ding ist das anscheinend kein Problem. Also ich habe wirklich das Gefühl, dieser Hangar fliegt gleich komplett in die Luft. Ich beeile mich jetzt mal mit dem, was ich hier mache, bevor hier noch sonst was für Sachen passieren. Klingt ja echt gefährlich, dieser Sound. Mein Gott. Oder ist das das Traktorbeam-Teil, was so ein Geräusch macht? Aber vorhin hat es das ja auch nicht gemacht. Es hört sich gerade so an, als würde jemand irgendwie an meinem Schiff rumarbeiten oder als würde sich diese Tür da oben irgendwie permanent bewegen. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Auf jeden Fall. Ist das hier die letzte Box? Die bringen wir jetzt hier rein. So, und jetzt. Was zur Hölle? Und jetzt, können wir den Fahrstuhl runterbringen. Dann kommt hier nochmal so eine Nachricht, ob wir das confirmen wollen, die Lieferung. So, und damit, wenn wir das jetzt hier runtergebracht haben, endet unsere Mission. So Leute, und da musste ich jetzt mal einen unexpected cut machen. Ich habe gerade sehr viel nervliche Zusammenbrüche erlitten. Denn, ihr habt ja gemerkt, es hat ein bisschen geleckt jetzt am Ende der, oder kurz vor dem Cut, und das lag daran, dass meine Codierung plötzlich überlastet war. Ich weiß nicht, woran das lag, weil die ganze Folge lang ging's. Und dadurch ist OBS, hat sich OBS aufgehangen, und ich hatte gerade kurz Angst, dass die komplette Aufnahme jetzt corrupted ist, und dann hätte ich die nämlich wegschmeißen können und hätte alles nochmal von vorne aufnehmen müssen und erzählen müssen, und das hätte ich diese Woche dann auch nicht mehr geschafft, sondern das wäre dann wann anders gewesen. Und ich hätte gerade wirklich fast heulen können, aber die Aufnahme war zum Glück doch noch da. Ich konnte sie anscheinend noch retten. Und deswegen nehme ich jetzt hier noch schnell die Abmoderation nur auf. Die Folge endet jetzt hier an der Stelle. Wir haben ja alles gesehen. Die Quest wurde ja abgeschlossen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, mal wieder was von diesem Projekt zu sehen. Und ich hoffe auch, ihr bleibt hier weiterhin interessiert dran, denn Star Citizen wird definitiv noch weitergehen. Ja, es wird ein bisschen dauern, bis hier wieder auch ein paar Sachen passieren. Aber früher oder später wird es soweit sein. Seid geduldig, ja.
Wenn ihr noch bestimmte Sachen sehen wollt, könnt ihr mich aber natürlich jederzeit anschreiben und dann kann ich dazu ein Video machen. Das ist immer möglich, ja, also da habt keine falsche Scheu. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielen, vielen lieben Dank natürlich an meine Kanalmitglieder und einen ganz besonderen Dank an Basti, an Manuel, an Rex Schattenklinge und an Kalia. Und dann, Leute, sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird, oder natürlich auch gerne in einem anderen Projekt auf meinem Kanal wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.